eine Bar und mischt dann einen Bacardi Cocktail. Du siehst, der sagt, na klar, ja, mal machen wir. Sehr gut. Ganz kurz, der in die Mitte. So, ich habe meine Pläne geändert extra für euch. Ich höre auf meinen, auf den Mann im Hintergrund, der Mann, der gerade, was machst du gerade an Mise en Place? Basilikum. Oh, Basilikumblätter werden gerade gelegt, sehr gut. Ich habe den Shaker hier. Ja, habe ich schon gemacht. So, weil Danny hat gesagt, wir müssen einen Bacardi-Cocktail. Und er hat mir auch erklärt, warum er den gerne trinkt. Da musste ich ein bisschen lachen, weil das ist eigentlich ein Oha. Oha, haben wir noch einen hier? Sonst sind wir natürlich, sonst fängt das Video gut an und hört gleich wieder auf. Ich nehme noch den anderen Bacardi. Oh, du hast den guten. Oh, du hast das gute Zeug. Danke. Oh, du, oh, jetzt drehst du richtig auf, oder? Ja, klar, weil du ihn trinken willst, ist klar. Schön das teure Zeug. So ist er nämlich drauf. Schön das teure Zeug nehmen. Okay, also, er hat mir gerade erklärt, wir haben ja eben schon ein Video gemacht zum Rum-Thema irgendwo hier. Da hat er gesagt, also, Bacardi-Cocktail findet ihr sogar, weil A, schmeckt's geil. Bacardi-Cocktail ist eigentlich, wenn man es sich merken will, ist es ein Daiquiri mit einem Touch Grenadin. Also, wenn man ehrlich sein sollte, sollte man nicht Grenadin nehmen, sondern Granatapfel. Aber es ist eine lange Glaubensfrage, weil Grenadin war früher scheiße. Jetzt gibt es so ein paar Researches, gibt die ersten, die es wieder gut machen. Nehmt aber Granatapfel. Und er hat mir das sehr gut erklärt, weil Danny hat gesagt, damit kann man Barkeeper testen. Wenn so ein arroganter Barkeeper oder Barkeeperin, gibt auch arrogante Barkeeperinnen, ja, ne? Kann man auch sagen. Ne? Weniger ist klar, aber wenn die halt mal so ein bisschen arrogant sind, dann musst du einfach mal so einen Bacardi-Cocktail bestellen, weil er sagt, das stimmt natürlich, einmal bricht man damit das Eis und meist kennen sie das Rezept nicht, sind so snobby, aber sagen, warte mal, wie geht das nochmal? Und rennen dann so nach hinten, weil sie tun, als müssten sie die Metten holen, um das Rezept im Internet nachzugucken. I like. Wo haben wir denn Dabo, du weißt schon, Dabo ist ja hier. Granatapfel? So, also, die Idee ist ganz einfach. Man macht einen geilen Daiquiri. Wenn man den in der kubanischen, kraftvollen Version macht, dann nimmt man ungefähr 2 oder 2,5 cl frisch gepressten Limettensaft. Dankeschön. So, und dann würde man, so machen wir Daiquiris, 7 cl Bacardi nehmen. Jetzt hat der Danny, weil er verstanden hat, dass erst er den trinken darf, soll, muss, vor der Arbeit, hat mir Bacardi Neo gegeben. Das ist eine sehr spezielle Abfüllung. Versucht sie zu finden. Sie macht sehr viel Spaß. Sie ist eine kleine Lüge, das weißt du, Danny, ne? Du weißt, dass das eine kleine Lüge ist, ne? Also im positiven Sinne. Das ist gereift darum. Man erkennt hier auch so einen leichten Goldschimmer. Der wurde wieder gefiltert durch Aktivkohle. Also die haben die Farbe rausgenommen. Ähnlich wie bei Banks oder bei Plantation 3 Star. Oder was ist der Weiße? Die sind ja eigentlich keine Weißen rum, sondern man filtert dann wieder die Farbe. Deswegen hat der so ein fettes Aroma, weil der ist eigentlich gereift. Und das hier war die alte, also es gab mal zu der Jubiläum von vor ein paar Jahren, war 150 Jahre oder sowas, Bacardi. Ich komme durcheinander, auf jeden Fall. Das sind die Fässer, die noch auf den Bahamas lagen. Da gibt es schon lange keine Destille mehr. Es gibt eine in Puerto Rico, eine in Mexiko und eine irgendwo auf der Welt, wo nicht drüber geredet wird. Die ist sehr groß. Ich glaube, nee, ich glaube in Indien oder so. Es gibt irgendwo einen, das weiß ich nicht, aber es gibt drei, war mein Wissensstand früher immer. Der deutsche Bacardi kommt aus Mexiko. Alles, was in Deutschland normalerweise Bacardi ist, auch das hier wird in Mexiko abgefüllt, die Sonderedition. Okay. Der hier wird in Mexiko gebottelt. Meines Wissens, garantiere ich nicht, der normale Bacardi für einen Supermarkt kommt konzentriert in Tankschiffen. Früher war das in Buxtehude und wird da mit deutschem Wasser zu Bacardi auf die Flasche gefüllt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch so ist. Ist ja nicht schlimm. Man könnte aus ökologischen Gründen sagen, ist sogar besser, weil wir haben das Wasser, also wir transportieren kein Wasser. Glaubensfragen. Die Version wird allerdings in Mexiko abgefüllt und auf die Flasche gebracht. Und es gab früher mehrere Destillen, eine noch in den Bahamas, die ist aber lange schon geschlossen, meines Wissens. Und diese Sonderedition, da gab es ja mehrere von, die kommen aus den alten Fässern der Bahamas. So, wir haben jetzt gemacht frischen Limettensaft. Wir haben sehr viel Rum, in diesem Fall so einen kleinen, der ist sehr geil. Wenn sie noch, also er ist schon ein bisschen teurer geworden. Es gab eine Zeit lang, war er gar nicht so teuer. Um die 30, unter 30, jetzt kostet er mehr. Weil er ist vergriffen. Oh, so teuer war er am Anfang nicht. Ich weiß es nicht. Guckt in dieses Internet.
Und dann so ein, würdest du ein halbes CL oder ein CL nehmen? Ich nehme eher so ein halbes, weil es ein guter halbe, ne? Ja, weil es ist ein guter Pomegranate, deswegen lieber ein halbes. Nicht so viel. Und dann so ein bis anderthalb Rohrzucker. Danny, das macht mich alles fertig hier. Wieso habe ich, wo habe ich jetzt den Rohr? Ach, ich mache mich hier selber fertig in dieser Bar. So. Nächstes Mal bereite ich mich besser vor. Zack. Und schon haben wir einen Bacardi-Cocktail. Ich finde ja, bei Daiquiris, was ich oft mache, ist, wenn man gutes, trockenes Nugget oder Crushed Ice hat, ich mache so ein bisschen Crushed Ice und ein bisschen Cubes. Weil dann wird es richtig kalt. Danny, hast du einen Cocktailschaum für mich? Okay, meine Hände sind angefroren. Ich krieg's nicht ab. So. Was? Hör auf mit diesem Wechsel, jetzt ist er wieder auf der Seite. Das macht die Leute hier doch nervös. Erst rede ich die ganze Zeit nach da. Kann man das noch sehen? Ich mach mal einen hier, kann man nicht mehr sehen. So, warte. So. Hm? Es muss so ein ganz fein, also es darf nicht dunkelrot sein, dann ist falsch. Es muss so ein, es hat so ein Bellini, so einen hingezeichneten, so ein bisschen Liebe. Und dann muss man sich vorstellen, es ist eine Luftfeuchtigkeit von 400%. Im Hintergrund wird Zigarre geraucht und es läuft irgendein kubanischer Song. Also mit Neo ist schon ein bisschen Dekadenz hier. Buchst du dann aus, ne? Ja. Offiziell ist nicht diese Bar. Oh. Das ist natürlich jetzt gemein, weil... Man muss ja sagen, normaler Bacardi hat ja, das ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Gesetze. Früher war das zum Beispiel so, das ist geil, ne? Ja, weil was ist da mit drin, was ihn so geil macht? Da ist ein Ton drin, der ist so geil. Den hat der normale Bacardi auch, aber ein bisschen weniger. Vanille. Findest du nicht, dass das ein krasses Vanille-Fruchtaroma hat? Wie die Muttermilch. Das ist geil, oder? Ich stehe zwei. Ja, das ist okay. Du musst ja da noch arbeiten, ist okay. Zwei Stunden. Ja, genau, du kannst ja noch ein bisschen besoffen in Haus und eine Pizza rein und dann. Also wenn der Service samstags im Boilermann ein bisschen schwungvoll war, ne? Das Video wird morgen hochgeladen. Ich hab's in Schuld. Also, nee, weil die reifen ja schon in Fässern und auch der normale hat ja, was ich sagen will, früher habe ich immer gelernt, dass es unterschiedliche Länder gibt mit unterschiedlichen Gesetzen, was man Rum nennen darf. Ich glaube zum Beispiel in Australien gab es so eine Vorschrift, vielleicht komme ich durcheinander, dass man Minimum 2 Jahre gelagert sein muss. Deswegen ist zum Beispiel der, als Beispiel Bacardi in Australien oder irgendein Land, ist länger gelagert, auch der Weiße, und schmeckt anders als der in zum Beispiel Deutschland. Zum Beispiel diese Version, dieser Nachbau der kubanischen Version, ist 6 Monate länger als der normale. Ich weiß nicht, der normale hat 12 oder 18 Monate Fastlagerung, der Weiße. Ich weiß auch nicht mehr. Und der, dieser hat 6 Monate mehr. Ich krieg's, habe ich mit, also früher mal haben wir lange mitentwickelt, Club de Cantineros, aber es ist lange her, ich weiß nicht mehr genau. Deswegen kenne ich diesen ganzen Shit ein bisschen. Und ich finde, Bacardi hat immer so einen leichten Vanilleton. Ja. Also, wenn ihr mal was Lustiges finden wollt, guck mal, ich weiß gar nicht, was Neo, wenn ich noch einen Link finde, setze ich einen runter, ich habe keinen mehr. Wir haben eine Menge davon im Le Lion ausgeschenkt. Wir haben wirklich über 100 Flaschen leer gemacht. Früher als Neo Martini. Wir haben damit einen Martini gemacht. Das war schon lecker. Das ist ein sehr milder, geiler Vanilleton. Das ist geil, ne? Ja, Empfehlung. So. Du könntest noch mehr erzählen, wie geil das ist, vielleicht mixt ihr euch selber einen Drink. Also ihr braucht guten weißen Rum. Ihr könnt auch was Tricky-mäßiges nehmen mit einer leichten Fasslagerung, wie zum Beispiel Plantation ist gefiltert, ist eigentlich gereifter Rum, aber ist ein kleiner Trick, deswegen denken alle, boah, ist ja toll im Daiquiri. Ihr könnt sowas nehmen wie Banks,
Ist auch gefiltert. Funktioniert wunderbar. Gibt viele tolle weiße Rumsorten oder goldene. Was, glaube ich, wirklich existenziell ist, gönnt euch eine gute Granatapfel. Ich würde empfehlen, derzeit die Finger von, wie heißt das Zeug? Grenadin zu lassen. Ist scheiße. Ja. Wobei man muss fairerweise sagen, es gibt in Amerika gerade, hast du es gelesen, so über 2-3 Jungs machen dann großen Research und bringen gerade neue Produkte raus. Ich denke, Grenadin wird bald wieder gut wie früher sein. Aber im Moment ist das auch viel Schrott. Nehmt lieber Granatapfel, sind die geileren Drinks. Wir halten euch auf dem Laufenden und saufen jetzt weiter. Tschüss. Okay, auf den Samstagabend, Danny. Ja, absolut. Tschüss. Nee, wirklich, das ist underrated Green, genau wie Collins. Aber was hier echt pervers ist, ist dieser genaue Match zwischen Frucht und Vanille, das Porno. Das ist, Ja, ich habe keine andere Flasche bei Bacardi als früher. Ja, das ist doch gut. Kommt doch einfach jetzt im Wollerman und holt euch die letzten Neos ab. Danny macht euch guten Preis, die gibt's offiziell in der Inventur nicht, habe ich gerade gelernt. So ein Codewort. Das ist richtig.